Klingt alles wie ein Agentenfilm, ist aber echt. Darum geht's. Einige US-DiplomatInnen und Spione leiden unter dem sogenannten Havanna-Syndrom. Symptome sind zum Beispiel Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel und erste Fälle, die soll es schon vor Jahren gegeben haben. Woher die Symptome kommen, ist bis heute unklar, aber nach einer gemeinsamen Recherche vom Spiegel und anderen Medien könnte der russische Militärgeheimdienst dahinter stecken. Vermutet werden gezielte Angriffe durch eine russische Spezialeinheit, möglicherweise mit sogenannten Mikrowellenwaffen, deren Strahlung auf den menschlichen Körper wirken kann. Diese Vermutungen sind übrigens nicht neu. Nach einem früheren Bericht des US-Geheimdienstes hieß es aber, ein ausländischer Angriff sei unwahrscheinlich. Die neue Recherche von Spiegel und Co. deutet aufs Gegenteil. Die russische Regierung weist die Vorwürfe als haltlos zurück.